Mitternacht, wenn die Bösen für ihre Sünden bezahlen müssen, dann bin ich da, um zu kassieren. Unserer Datenbank zufolge sind Sie ein Mr. Alexander Monroe und Sie sind 1983 verstorben. Da waren Sie 79 Jahre alt. Wow! Dafür sehen Sie super aus. Keine Brieftasche, kein Ausweis, kein Schlüssel, kein Handy. Nur dieses Notizbuch. Wo ist er? Er weiß es. Was weiß er? Einfach alles. Warum hat Dr. Hume Sie angegriffen? Weil er weiß, dass die Uhr tickt und dass schon bald Mitternacht ist. Er sagte, Sie wüssten es. Was genau wissen Sie? Dass wir den Preis für unsere Sünden mit unserem Blut zahlen müssen. Scheiße! Das war keine Absicht. Ich habe sie ja nicht mal gesehen. Er hat seine ganze Familie massakriert. Bastarde. Jeder einzelne von ihnen. Also, wie ist der Erste? Er sagt, wir sind aus gutem Grund hier. Das, was wir getan haben. Dafür müssen wir jetzt bezahlen. Woher weiß er es? Wer ist das? Was hast du getan, Rachel? Fahren Sie zur Hölle. Warum die nun? Die Teufel sind alle hier. Jetzt sagen Sie mir, wer Sie sind. Du weißt, wer ich bin. Hilfe! Alles, was ich von denen will, sind ihre Seelen. Von dir aber will ich sehr viel mehr. Im Zorn des Herrn des Allmächtigen ist das Land verfinstert. Amen. Was ist das bloß für eine perfekte Stadt, Mann?